Wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz. Ja, ich dachte, heute, der Tag nach der großen Passfahrt, geht gar nichts mehr. Aber den Beinen geht's gut, mir geht's gut. Aber leider, das Wetter ist nicht mehr so gut. Aber trotzdem habe ich gedacht, mache ich noch eine kleine Ausfahrt. Das heißt klein, es geht wieder hoch hinaus. Ich wollte jetzt mal versuchen, zum Churer Joch zu kommen. Das, ja, liegt auf 2000 Meter Höhe, ist ein ganz kleiner Übergang. Ja, Panoramen wird es wahrscheinlich geben. Aber naja, das Wetter, es soll Gewitter geben. Es ist ja sehr warm und schwül zurzeit. Ich hoffe, die lassen noch einen Tick auf sich warten, weil weit ist es auch nicht da hoch. Aber ja, eine Stunde werde ich schon brauchen da hoch. Aber ich hoffe, es hält. Und ich sehe es ja auch kommen, dass ich schnell wieder runterfahren kann. Es geht nämlich hoffentlich nur bergauf, dass ich mal hier nur schnell berg runterfahren kann, falls da irgendwas kommt. Naja, ich hoffe, es wird schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Sieht ziemlich mystisch jetzt aus, sehr grau. Andere Seite hier oder ganz hinten, da scheint die Sonne. Ja, muss höllisch aufpassen heute. Aber ich kann da schnell runterfahren und man kann schon das Joch sehen. Noch 500 Meter über mir. Da oben, wo die kleinen Hütten am Kamm sind. Da ist das Joch, also noch ein ganzes Stück. Aber die Aussicht ist ja wieder klasse. Ich glaube, da oben wird sie noch besser sein. Sieht es ja noch gut aus, aber von der anderen Richtung, da wo es herzieht, da kommt jetzt Regen auf mich zu. Ah, verdammt, aber ich werde das lieber hier abbrechen. Da kann ja auch ein Gewitter mit drin sein und da oben ist nicht viel zum Unterstellen. Ja, soll nicht sein. Vielleicht schaffe ich das ja noch mal einen anderen Tag. Ah, Mann, verdammt. Ja, man will eigentlich nicht, aber man sieht das richtig auf einen zukommen. Da hinten die Berge sind kaum noch zu sehen. Das ist kein Nebel, das ist Regen. Ich bin jetzt hier auf 1753 Meter. Naja, ich glaube, ich riskiere es nicht. Da kommt noch Radfahrer. Aber, oh Mann, verdammt, der Ehrgeiz ist ja immer da. Aber das wird bald regnen. Regenradar sagt auch Viertelstunde, fängt es langsam an. Also ich brauche noch ein Stück runter. Naja. Tut mir leid, dass das denn doch so nur so ein kurzes Video wurde, vielleicht nicht ganz tolle Aussicht wurde, aber ich finde, hier ist es auch schon schön. Naja, trotzdem danke. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moins.
Ja, ich bin wirklich nochmal hier hochgefahren. Es ist gute, ja, 4 Stunden später. Ja, der Regen kam ja, kam auch immer wieder Schauer. Kann auch jetzt jederzeit wiederkommen. Im Moment ist eine große Lücke. Jetzt ist da mal so ein Gewitter. Aber ich will jetzt schnell diese Chance noch nutzen, da hochzufahren. Ja, so einen Ehrgeiz habe ich. Aber gerade so schön, ich muss da hoch. Wenn ich mir einmal ein Ziel gesetzt habe, dann muss ich das auch durchziehen. Das war jetzt leider sehr warm hier hoch. Boah, was schwitzt man denn? Heute Morgen war es doch angenehmer, hier hochzufahren. Aber naja, dann will ich mal schnell mal da hoch zum Kurajoch. Da hinten ist es bedrohlich, aber das Ziel ist vor Augen. Da ist es und da scheint noch die Sonne. Das Ziel schon lange vor Augen, aber das zieht sich. Aber nur noch 80 Höhenmeter. Boah, dann ist es geschafft. Und die Aussicht da oben wird doch bestimmt noch toll sein. Oder? Ich hoffe nicht, dass es bis dahin zuzieht. Das Joch erreicht. Hier oben gibt es sogar ein Restaurant, ist natürlich heute geschlossen. Ja. Aber hier gibt es noch einen Berg, da gehe ich nochmal schnell hoch. Da ist die Aussicht bestimmt besser. Deswegen bin ich nochmal hier hochgefahren. Dieser tolle Tiefblick hier runter nach Chur ins Rheintal. Wunderbar, auch in die andere Richtung. Echt toll hier oben. Ja, aber ich werde mich hier nicht lange aufhalten, denn man sieht, ah, es bilden sich Gewitter und hinter mir, Mann, da ist das schwarz. Eieiei, deswegen werde ich mich hier nicht lange aufhalten. Aber schön war es, toller Tag. Ja, also, es war recht kurz wahrscheinlich das Video, aber das habe ich jetzt geschafft, das habe ich abgehakt. Es geht ganz schnell wieder zurück, bevor das wieder knallt. Ja. Ja, nur noch was. Ich hätte es ja auch doppelt filmen können, jetzt nochmal ganz von neu. Aber ich wollte zeigen, dass ich das zweimal probiert habe, dass ich wirklich so verrückt bin. Oh, Leute, nur um einmal hier gewesen zu sein. Ja, war echt schön. Nochmal danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moins.